die Taschentücher fallen. Jetzt hebt sie auf. Gut so. Gut. Das ist es. Stand und fallen lassen. Stand und fallen lassen, Mademoiselle Griski. Vergessen Sie das, Mademoiselle Renaud. Das melde ich sogleich der Direktorin. Oh nein, mein Buch laufen und das Taschentuch fallen lassen sind also mangelhaft. Sie sind unhöflich und aufmüpfig. Ich bitte Sie, höflich zu gehen. Von vorne, die Damen. Und Haltung und gesenkter Blick. Unglaublich ist das. Seht mal alle her. Was nützen euch die guten Manieren? Ihr werdet nur völlig einheitlich. Wollt ihr gar nicht auffallen? Wollt ihr keine eigenen Entscheidungen treffen? Ihr verschwendet eure Zeit, das sage ich euch kostenlos. Griski ist raus. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ihr seid ja alle so zart beseitet hier. Ich schlage dir etwas vor, was du nicht ablehnen solltest. Ich bring dir ein paar heiße Schritte bei und du verrätst mir alles Wichtige über Claudine. Heiße Schritte, meinst du? Ich verstehe nicht. Ach, richtig. Ist klar. Ich bringe dir bei, so zu tanzen wie ich vorhin, wenn du mir hilfst. Was sagst du dazu? Heute dürfen wir wählen, was wir im Unterricht tanzen. Claudine tanzt immer La Fée. Das ist doch was. Halt dich an mich, denn ich werde hier bald regieren. Komm mit. If you like that, you can watch more by clicking here. And don't forget to subscribe. It's time to show me.